Ja, wir hätten es uns ein bisschen einfacher machen können, indem wir die Vielzahl der Torchancen natürlich früher verwertet hätten. Dann haben wir das 1-0 gemacht. Dann darfst du den Gegner eigentlich auch nicht mehr ins Spiel kommen lassen. 1-1. Das ist natürlich klar, dass das erstmal, ja, natürlich nach der Euphorie vergebene Torchancen und weiter geht's und dann in Führung hat natürlich erstmal getroffen. Der Angriff, der zum Tor geführt hat, glaube ich, natürlich nach Ballverlust vom HSV, aber in der Umschaltbewegung perfekte Flanke, perfekter Kopfball, perfekter Abschluss. Ja, es ist, wie es ist. Wir haben gesagt, wir müssen raus aus dem Abstiegskampf. Ob das schnell geht oder länger dauert, das wird man dann sehen, wie die anderen Mannschaften punkten. Das kann man nicht beeinflussen. Aber klar ist auch, dass natürlich, sagen wir mal, die Anzahl der Teilnehmer da in diesem Bereich größer geworden ist. Und wir sind jetzt wieder mittendrin. Lass uns da dranbleiben und da ja nicht nachlässig werden, weil dafür ist letztendlich der Abstand immer noch zu gering. Und ja.